der Kosinussatz. Seitdreieck ABC ein allgemeines Dreieck. A. Berechnen Sie HC abhängig von A, B, C, A und CB auf zwei Arten. Eliminieren Sie wieder HC. Drücken Sie CA und CB abhängig von Alpha und C aus und eliminieren Sie CA und CB. Welche Formel entsteht? Formel 97. So, wir gehen wieder zu einem allgemeinen Dreieck, haben hier die Höhe HC, hier die Länge CA, hier die Länge CB, hier den Punkt A, den Winkel Alpha, die Seite A, hier den Punkt B, den Winkel Beta und die Seite B und wir haben hier jeweils die Höhe. So, das ist ein allgemeines Dreieck. Und jetzt sollen wir die Höhe HC abhängig, also in diesem Dreieck abhängig von C und CB und in diesem Dreieck auch abhängig von B und CA ausdrücken. Nach dem Satz von Pythagoras gilt, HC Quadrat ist dasselbe wie A Quadrat, also Hypotenuse minus CB im Quadrat. Ja, das ist der Satz von Pythagoras hier. Und jetzt wende ich den Satz von Pythagoras hier in diesem Dreieck hier an und dann erhalte ich dasselbe wie b² minus ca zum Quadrat. So, jetzt sehe ich ca und cb zusammen sind Abschnitte, die zusammen die Seite c ergeben. Das heißt, ich kann jetzt hier als Beispiel statt des cb kann ich schreiben c minus ca. C minus CA im Quadrat. Und jetzt habe ich hier eine Gleichung und die kann ich jetzt ein bisschen umwandeln. Ich habe A Quadrat minus, hier muss ich binomische Formel anwenden, C Quadrat minus 2 CAC plus CA Quadrat ist gleich B Quadrat minus CA Quadrat. So, jetzt sehe ich, hier ist ein Minuszeichen vor der Klammer. Das CA-Quadrat fällt also gegen das CA-Quadrat weg. Und es ist nur noch ein CA übrig. Das ist dieses CA hier. Und das CA drücke ich jetzt einfach aus, abhängig von B und Alpha. Ja, und da sehe ich, das CA ist die Ankathete, wenn B die Hypotenuse ist, an den Winkel Alpha. Und Ankathete heißt Cosinus. Ja, das heißt, es gilt B mal Cosinus Alpha gleich CA. So, und diese Information setze ich hier komplett ein. Und dann erhalte ich A Quadrat minus C Quadrat plus zweimal. Statt CA schreibe ich B mal Cosinus Alpha mal C ist gleich B Quadrat. So, jetzt steht da ein ganzer Haufen Zeug rum. Und jetzt löse ich das einfach mal nach Cosinus Alpha auf. Ja. Dann habe ich Cosinus Alpha ist gleich. So, das heißt, jetzt muss ich zunächst, habe ich hier das B Quadrat, dann plus C Quadrat, das kommt mit Plus rüber. Minus a Quadrat geteilt durch das, was hier steht, 2bc. Und dieser Zusammenhang hier, der gilt im allgemeinen Dreieck und der heißt der Kosinussatz. Jetzt gilt das unabhängig davon, ob wir bei Alpha, Beta und Gamma sind, je nachdem vertauschen sich die Rollen. Das heißt, es gilt dann automatisch Cosinus Beta ist a Quadrat plus c Quadrat minus b Quadrat durch 2ac und das letzte ist Cosinus Gamma ist gleich a Quadrat plus b Quadrat minus c Quadrat durch 2ab.
Und ich sehe an dieser Gleichung, das sieht nicht nur aus wie ein Pythagoras, das ist ein Pythagoras. Wenn Gamma gleich 90 Grad ist, dann ist Cosinus Gamma gleich 0, dann fällt das hier weg. Also für Gamma gleich 90 Grad steht a² plus b² minus c² gleich 0 da und das ist der Satz von Pythagoras.